Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende. Das ist ein Grund dafür, einen Rückblick über das Jahr 2017 zu machen. Mit dabei ist Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz. Grüß Gott. Grüß Gott. Wie beurteilen Sie das Jahr 2017 im Allgemeinen? Naja, grundsätzlich muss man sagen, dass für die Freiheitliche Partei das ein unglaublich tolles Jahr war. Wir haben bei der Gemeinderatswahl auf 146 Mandate aufgestockt. Wir haben die Nationalratswahl hervorragend geschlagen. Wir haben jetzt im Burgenland ein Team, das noch nie hatten. Das heißt, es gibt 6 Abgeordnete, es gibt 2 Nationalratsabgeordnete, es gibt einen Bundesminister, es gibt einen Landeshauptmann-Stellvertreter, einen Landesrat. Also so derartig gut aufgestellt war die Freiheitliche Partei noch nie. Ein großes Projekt von Ihnen war das Sicherheitspartner. Wie stellt sich der Stand der Dinge aus? Ja, die Sicherheitspartner sind unterwegs in diesen 3 Pilotgemeinden. Das heißt, wir wollen jetzt evaluieren, spätestens im April und Mai, inwieweit wir das auf jeden Bezirk ausdehnen. Die sind wirklich im Beobachten sehr hervorragend unterwegs. Also die melden alle Beobachtungen und aus diesen Meldungen kann man auch herausfiltern, präventiv herausfiltern, wo kann das nächste Mal vielleicht etwas sein und nicht. Und die Sicherheit in diesen Ortschaften ist massiv gestiegen. Welche Akzente haben Sie dieses Jahr im Bereich der Sicherheit gesetzt? Naja, es wird in Burgenland ein neuer Landessicherheitsrat eingerichtet, wo aktuelle Themen dann auch zur Sprache kommen, gemeinsam dann in Kooperation mit dem Innenministerium. Das heißt, wir haben ein neues Feuerwehrgesetz, werden wir nächstes Jahr bekommen. Das ist heuer deshalb noch nicht fertig, weil ein gutes Feuerwehrgesetz braucht natürlich seine Zeit. Ich möchte nicht von einem Tag auf den anderen ein Feuerwehrgesetz machen. Oder das Landespolizeistrafgesetz, das kommt auch jetzt neu. Wir haben zum Beispiel der Wasserrettung ein Auto zur Verfügung gestellt. Wasserrettung werden wir ein Boot zur Verfügung stellen. Der Hundestaffel hat mir ein Auto zur Verfügung gestellt. Das heißt, es im Sicherheitsbereich tut sich einiges. Die Polizei hat ein Motorrad von mir bekommen und so weiter und so fort. Also der Bereich Sicherheit ist sehr gut im Burgenland ausgestattet. Das war es für den Rückblick. Danke fürs Zusehen und einen guten Start ins neue Jahr. Gerne.